Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Heute gucken wir uns Ultra Lachflash bei Autobahn Police Simulator 2 an, Autobahn Polizei. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie lustig das Video ist. Übrigens, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Auf die Idee, YouTube zu machen. Ja, genau so war es bei mir auch. Sagen wir es mal so. Wäre YouTube ein Nachtclub, wäre ich schon besoffen an den Türstehern vorbei auf den Dancefloor gestolpert, hätte den ein oder anderen schmutzigen Witz von mir gelassen, bevor ich auf dem Klo alles vollgekotzt hätte, wäre dann rausgeflogen, aber hätte kein Hausverbot, weil es den Verantwortlichen zu peinlich war, mich anzusprechen. Aber... Meine Geschichte ist ganz anders. Ich wollte eigentlich einen Account bei YouPorn machen und bin dann irgendwie auf YouTube gelandet. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe meinen Account da erstellt und habe gedacht, ah gut, ich zeige euch einfach mal meinen Content. Also um die Frage von eingangs ein bisschen intellektueller zu konkretisieren. Wieso quatschst du an Anfang? Leute, lasst mich euch ein kleines Geheimnis verraten. Ich habe das bislang niemandem anvertraut. Okay. Es gibt tatsächlich sowas wie eine geheime Mission hinter all diesem. Seit jenem Tag begreife ich es als meine Aufgabe, einen Ort zu schaffen, der für körperliche und geistige Befriedigung sorgt, ohne ein Erotikkanal zu sein. Blablabla. Bla, bla. Naja, obwohl. Und um euch das eindringlich zu demonstrieren, lasst das heutige Video auf euch wirken. Es wird alle Sinne ansprechen. Autobahn Police Simulator 2, Alter. Warum auch nicht? Hat Henno schon vor ein paar Wochen von mir vorgeklaut. Dabei ist doch hinlänglich bekannt, ja, dass ich auf YouTube der Beschützer all dessen ist, was noch Recht und Ordnung bedeutet. Aber was soll's? Geh da rein wie ein fucking Tank, Alter. Man, guck mal, die sehen schon so aus. Die wissen, irgendwo ist Böses im Busch, Alter. Und die fahren jetzt dahin zu besagten Busch. Ich finde das immer so traurig, dass Simulatoren immer so scheiße aussehen, ne? Man hat ja mit dem Flugsimulator von Microsoft, ich wollte gerade Minecraft sagen. Minecraft, stellt euch das mal vor, so Minecraft bringt so einen 4K-Flugsimulator raus. Nee, aber Microsoft haben ja bewiesen, man kann auch Simulatoren sehr schön gestalten, ne? Weil man Lust zu hat. Aber die meisten haben keine Lust zu. Und räumen auf! Ich glaube, das hier wird ein großartiges Erlebnis für Groß und Klein. Die Kühe, Alter! Ja, man muss natürlich für das folgende Stimmungsgelage schon die passende Ästhetik schaffen. Oha! Ich glaube, der repräsentiert gut meinen Lifestyle. Oh, ich kann den voll customizen, Alter! Das finde ich auch immer geil, wenn man Charaktere erstellen kann. Warum spiele ich das jetzt erst? Gibt es irgendwie rote Haare oder so? Ich glaube, das kommt am nächsten ran. Ey, mit dem zocke ich jetzt. Jo, dort ist der Hans. Der Hans. Was hab ich getan, Alter? Also. Der kommt immer zu spät. Ist und jetzt kommt erstmal eine Werbung, ne? Die Werbung müssen wir natürlich überspringen. Witzigerweise, das ist jetzt mal ein kleiner Funfact. Ich weiß nicht, ob YouTube automatisch Werbung für mein Video schaltet, weil ich habe nirgendwo Werbung eingeschaltet. Ist kein Witz, ich habe nirgendwo Werbung eingeschaltet, aber mache irgendwie Einnahmen. Also sind zwar bei mir nur 3 Cent, aber ey, reich, reich. Finde ich geil. Vielleicht, weil ich die Werbung von anderen YouTubern angucke, kriege ich dafür Geld. Es wäre halt voll witzig. Da wird jeden Tag hier Werbung kriegen. Jeden Tag. Das könnte ich den ganzen Tag spielen, Alter. Ja, aber komm, das ist doch not bad kombiniert. Ey, das bin ich. Memo, guck mal. Finde ich jetzt scheiße, dass er mich gemacht hat. Perfekt einfach. Der tut einem einfach nur leid, ey. Wie der aussieht.
Okay, wir spielen das Tutorial. Au. What? Melde dich am Empfang an. Die haben nur Hallo, auf den Typen, ich bin der nicht gewartet. Moin. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Von die Stimme. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein. Und Nein? Ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Los, Alter! Was, was habe ich ihm denn getan? Sitzt der Schlüpper zu eng, oder was? Der Simulator muss schon ein bisschen Tisch auch noch was. Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weißt du eigentlich, wie Sie sich hier aufhören? Okay. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Was labert ihr, Alter? Wenn ich Bescheid gesagt hätte... Oder jemand, dass ich, komme, dann wäre er freundlich gewesen oder was? Was ist das denn hier für eine Arbeitseinstellung? Ah, na, guten Tag, die Damen. Soll ich irgendwelche Katzen vom Baum holen? Oder, ach nee, ich bin ja hier nicht Feuerwehrsimulator. Das haben die nicht gesehen, oder? Ah. Moin. Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Sorry, Boah. Alter, ich musste den unten am Empfang verprügeln. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Boah, der hat voll den eiskalten Blick von wegen, ich töte dich noch, pass mal auf. Also das ist, der arbeitet nur bei der Polizei und der ist nur Chef bei der Polizei, dass der ganz normal morden kann und alle Beweise und Pipapo wegwischen kann oder halt wegschmeißen kann. Ne? Also ne, Beweis hier, 5 Kilo Cokes. Ne? Nimmt der mal kurz zu sich. So, weißt du, ist der Beweis weg. Da findet auch keiner raus, dass der eigentlich der Mörder ist. Ich weiß es doch, wie es läuft, Mensch. Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb Alles klar, ich bin weg. Nachlässigkeit. Ich hab Termine. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Verstanden, Herr Becker. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Ich soll jetzt mit Frau Roth sprechen. Verkauft ihr auch Haarfarbe? Und nun Kopf hoch und raus auf die Straße. Gehen Sie am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen sich um. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie der Hans. Sie Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen. Der Hans. Wahre Deutung. Der Hans. Der Hans wartet. Och nee, Entschuldigung, das passiert mir öfters. Ey, bist du Hans? Oh mein, ich zieh mich kurz aus und dann können wir nochmal reden. Zieh Uniform an. Ich mach auch schon deutlich was her, Alter. Ich sollte meiner Mutter gleich mal ein Selfie schicken. Aua! Der ist wirklich Hans. Du bist also der Frischling. Ich bin Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Was ist da in deinem Maul los? Der hat einfach die Knicklichter ausgetrunken. Ich liebe mein Face, Alter. Der freut sich halt einfach auch immer über alles. Originalgetreuer Polizist. Aua! War natürlich nur Spaß. Warum tun die das auch? Hör auf jetzt! Das erinnert mich an ein Video. Die Polizisten müssen ja jedes Jahr Schießtraining machen. Und Stefan Raab hat da mal mitgemacht. Und da hat er so, ich knall jeden ab, so übelst gelacht, ne? Weil der hat das erste Schießtraining übelst gut gemacht, ne? Der hat alle gelben Punkte getroffen. Könnte vielleicht dran liegen, dass er vorher ein bisschen Wodka getrunken hat. Und das Geile ist, mit der scharfen Waffe dreht er sich dann zum Ausbilder. voll witzig, oder? würde ich genauso machen. Habe ich alles richtig gemacht? Boah, meine Angst wäre immer, ich hab mir mal so damals vorgestellt, ich hätte Psychologentermin gemacht und alles bestanden. Ne? Ich habe alles bestanden, außer Psychologentermin, aber das ist eine andere Sache. Und ich wäre jetzt bei der Polizei. Ich hätte immer Angst, wenn man die Waffe, ne, wenn man die hier entsichert, habe ich immer Angst, dass ich zu fest drauf drücke. Ne? Ich habe irgendwie, kennt ihr das so in den Fingern, kein Gefühl? Ne? Hör auf!
Also, nice Bude. Holla. Und das Auto ist auch ganz schick. Ja, okay. Bremsen, vorwärts, fahren, SW, ja. Verursachst du Unfälle durch rücksichtslos oder unkontrolliert? Ich? Erhöht sich der Chaos-Faktor. Was ist der Chaos-Faktor? Kommt dann Batman irgendwann oder was? Verkloppt nicht. Erreicht ja 100%, wird dein Einsatz abgebrochen, alles klar. Das ist ja aber ordentlich was vor den Hütten, du. Chaos-Faktor. Aber den auch. So geil. Den kann man auch tunen. Das habe ich als Tipp angezeigt bekommen mal im Menü. Wenn mir das zu langsam ist. Jo, ich bin die Polizei, Alter. Was interessiert mich hier rot? Wo muss ich eigentlich hin? An alle Einsatzfahrzeuge soll sich eine Person auf der Fahrbahn befinden. Das ist lebensgefährlich. Wagen 11 wird übernehmen. Ich komm schon. Alter, also mit 200, jo. Mm. Oh, scheiß mal auf den Chaos-Faktor. Jo, Person auf der Fahrbahn und so. Oh, das natürlich. Es fällt dir schwer, neue Zielgruppen zu erreichen? Ja. Dann ist es an der Zeit, Taboola auszuprobieren. Hier wirst du von Millionen... Nimm lieber YouPorn. So, wo ist jetzt hier jemand? Keine Sorge, Alter. Die Polizei ist schon da. Ihr Freund und Helfer. Ich grüße Sie. Ist das Biene Maya? Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Wie ist denn das passiert? Gehen Sie runter von der Fahrbahn. Ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin rübergefahren. Die hat genau solche Augen. Ey, solche Leute wäre ich Polizist, würde ich sofort erschießen, weil ich Angst hätte, dass jetzt kleine Dämonen aus dem Mund rauskommt. Was sind denn das für Augen? Stellt euch mal vor, eure Freundin guckt euch oder eure Frau guckt euch abends so an. Da wäre sie aber ganz schön bei mir draußen, würde ich sagen. Hier. Habe ich gesagt. Fahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Brett mit Nägeln, oder? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. Okay, stehen Sie auf der Interpol-Warnungsliste? Bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Oh, das... Jo, Hans, hast du mal einen Brettstift? Hans, ich bitte dich, die Leute warten, Hans, Alter. Macht gar nichts. Entferne ein Nagelbrett. Warum fahren die denn immer an, wenn die mich sehen? Was ist mit der Steuerung hier gerade? Hallo? Ey, steck mal da ein. Hör auf, rumzuspinnen! Oh mein Gott! Jo, sind sie auch drüber gefahren? Was macht der? Hallo? Alles klar. Okay, das ist also der Übeltäter. Ich entferne das mal. Wow. Ich würde jetzt einfach einsteigen in den Wagen und sagen, nehmen Sie mich mal bis nach vorne mit, ich bin zu faul zum Laufen. Ob die mit mir essen gehen will, die Frau, wie heißt sie? Die ist einfach weggefahren! Mit dem platten Reifen! Ich wusste von Anfang an, bei der ist irgendwas, ich sage, die Augen haben alles verraten. Ich glaube, ich habe so das leichte Gefühl gehabt, dass sie die Polizei nur verarschen wollte. Die hat geprängt. Ich glaube, die hat geprängt. Was? Alter, die Lehrer, die dreht sich einen ab hier mit 200. Was? Wo ist die hin? Hans, hast du sie gefressen einfach? Oh, Hans, interessiert das alles gar nicht, weißt du so? Die halt Ereignisse weg. Überschlagen sich. Vor mir ist ein UFO. So, kein zorniger Kaltstarter, da geht noch mehr, Alter. Da müssen richtig die fetten Rohre müssen rein dran. 120, aber nicht für mich. Vor mir sind fliegende Kühe. Hm. Doch. Ich bin das Neuling. Gesetz. Oh. Oh, der Chaos-Faktor. Naja, jetzt war ich erst dran. Das hat wohl nicht geklappt. Es findet gerade eine Verfolgung statt. Mehrere Kollegen folgen einem... Auf Befehl. ...suchten Ausbrecher. Alle verfügbaren Einsatzfahrzeuge bitte melden. Hans, trink mal einen Kaffee, oder? Warte mal, ich hoffe, hier gibt es auch Untertitel, oder? Ah, perfekt. Ach, hier ist Nene. Hier darf ich nicht lang. Da darfst du nur lang, wenn du die Fachausbildung gemacht hast. Ich wollte nur rückwärts fahren, Alter. Das Auto ist fast explodiert. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, hier, ich habe eine Karte. Die hatte ich gar nicht gesehen. Das ist mein Ständer da, mein
Für das Headset. Ah, oh, oh, 220, ja? Oh, da ballern aber die Zylinder schon ganz schön, Alter. Verzeihen Sie. Kann ich hier parken? Ist hier gut? Ja, nice, Alter. Easy. Alles klar. Officer Schmidt meldet sich zum Dienst. Ich sag ja, solche Simulatoren könnten eigentlich voll Spaß machen, wenn die einfach mal ein bisschen realistischer sind und mehr Sinn machen würden. Und... Aber wir lassen es einfach. Nee, wir bleiben einfach eine simulatorenfreie Welt. Was haltet ihr davon? Wir bleiben eine simulatorenfreie Welt. Obwohl es ja die Theorie gibt, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist, liegt bei 20%, dass es selber alles simuliert ist, ne? Deshalb gibt's ja, deshalb sieht man manchmal Geister oder komische Dinger, die nicht da sein sollen, weil das Programm in dem Moment einen Fehler gemacht hat, ne? Also wir leben selber in einem Simulator. Unsere echte Welt ist eigentlich schon lange explodiert. Bup. Bup. Hat sie gemacht. Und genau. Genau. Könnte natürlich sein. Ja, wenn wir sterben sollten und dann im Simulator dann aufwachen, können wir ja gerne mal einen Kaffee trinken. Ne? Ich bin der Vierte in der Reihe 3 Milliarden... 461.691 ungefähr so da. 8b. Erste Schnellreisestation freigeschaltet. Die sind überall in der Welt verteilt. Die kann ich mich dann dahin teleportieren oder? Nee, ich will mit der Bude fahren, ey. Was für Schnellreise. Das ist Autobahn. Das ist realistisch. Da mache ich doch keine Scotty Beam Me Up Aktion hier. So, jetzt muss ich einen Einsatzbericht schreiben hier oder was? Oh, jetzt kommen wir zum langweiligen Part des Spiels, Alter. Jo, wir sind Biene Maya fast habhaft geworden. Die ist uns leider entfleucht. Aktiviere das Verkehrssystem, dann kann das vor dir fahrende Fahrzeug gemessen werden. Oh, dann hagelt's hier allgemeine Verkehrskontrollen, Alter. Die werden alle rausgezogen. Oh, mobiler Blitzer Stufe 3. Holy shit. Und die Steuereinnahmen so. Unbeliebt machen. Wollte gerade sagen, direkt unbeliebt machen. So nach, ach, die soll ich jetzt das auch noch übernehmen, oder was? Würde. Kaffeemaschine. Alright, Helikopterlandeplatz. LOL. Das ist ja arschgeil hier. Wie einfach draußen die Lichter ausgehen. Nachtschicht. Oh, was das hier? Ist realistisch. Das ist mir ein bisschen zu undramatisch. Da fehlen noch so die Blutspritzer hier an der Wand. Ey, guck mal, Hans hat gewartet. Sorry, hat ein paar Stunden länger gedauert. Ich musste noch die eine Tür checken. Erreiche den Zielort, cool. Ich hoffe, es hat was mit Kaffees und Donuts zu tun. Fahrzeugaktionsmenü. Drücke Tab, um Aktionsmenü zu öffnen. Hier kannst du während der Fahrt die Polizeimatrix, Geschwindigkeit und Abstandsmessung aktivieren. Mit der Polizeimatrix kannst du den Verkehr beeinflussen. Mit der Polizeimatrix. Bitte anhalten, wird das vor dir fahrende Fahrzeug angehalten. Krass. Unbegrenzte Macht, Alter. Officer Palpatine. Es fällt dir schwer, neue Zielgruppen zu erreichen? Dann ist es an der Zeit, Cibula auszuprobieren. Nein. Hier wird jetzt hatten wir Messung, schon das Thema. Alter. Neues Thema. Messung fehlgeschlagen. Ich bin der Beste in meinem Beruf. Oh ja, Alter, der legt sich richtig in die Kurve. LOL. Alter, das ist der Motorsound. Hallo? Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Aus dem Weg, das ist Gefahr. Oh, Entschuldigung. Wie der einfach weiterfährt. Oh, ich glaube, da ist was bei Ihnen kaputt. Bei mir nicht. Ich habe das bessere Auto. Ey, stellt euch mal vor. Wir kriegen auf den PKWs oben so ein Schild und wenn wir wirklich so in Gefahr schweben, leuchtet da die ganze Zeit Gefahr. Das wäre voll geil. Wäre besser als Warnblinker, ne? Aber dann würde ich das... Und das wäre noch cool, wenn man die LEDs selber noch beschriften kann. Dann würde ich schreiben, fick dich, fahr langsamer, Handy weg, du, piep, 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 piep. Selber telefonieren. Hallo, ja, machen hier Handy weg. Wäre irgendwie cool. Ich bin jetzt hier messen, meine Alter. Nur, ne? Oh, ach so, ich kann einfach random Leute tracken. Ich dachte jetzt irgendwie ein Verdächtiger oder so. Ja, ich komme schon, es beschleunigt dich schneller, Alter. Ich brauche hier mindestens ein V8 drin, sonst habe ich gegen diesen alten Toyota keine Chance. Ich breche hier jegliche Abstandsregeln, Alter, um die Geschwindigkeit zu... Guck mal, der dampft ab. Maximalgeschwindigkeit 109, Abstand zu gering.
Aufgabe abgeschlossen. Nice. Führer Verkehrskontrolle. Sie werden jetzt allgemein verkehrskontrolliert, Alter. Anhalten. Ich sagte anhalten. Junger Mann, schalten Sie den Motor ab. So. Bye, Herr Verschwörer. Ey. So, warte. Den rücke ich jetzt richtig auf die Pelle. So, Matrix-Anzeige. Bitte anhalten hier. Ey, du. Sie halten jetzt sofort das Fahrzeug tschüss. An. Da kommt man nie weiter. Ich werde dich kriegen. Irgendwann finde ich dich und dann werde ich dich vernichten. Ich fahre hier rum mit meinem Stoppzeichen wie der letzte Vollidiot, Alter. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. 60, Alter? Was? Guck mal, easy nehme ich das ja alles mit. Passt doch. Warum ist denn da 60? Ach, Baustelle ist ein Gerücht. Chaos-Faktor, ey. Haben die zu viel Warhammer gezockt oder was? Die Steuerung ist richtig geil, Alter. Oh, warte mal. Da ist eine Tankstelle, ne? Da will ich rein. Ich bin Polizei. Genau so macht man das, meine lieben Aus dem Weg, ich bin Polizei. Oma, Führerschein ran. Ran. Ich hole mir jetzt eine schöne Bocki mit Senf, Alter. Hans, willst du auch was? Wie, ich kann da nicht rein. Halt, was? Boah, ist das hässlich, ich bin enttäuscht, ey. Alter. Ey, Sepp, die kriegen von dir richtig auf Trustpilot, aber 0 von 5 Sternen. Gut, Freunde des Gesetzes, das soll auf jeden Fall für einen kurzen Eindruck reichen. Das Spiel ist einfach großartig, ja. Ich hoffe, ihr habt es mit Freuden hier genossen, dass wir mal wieder ein bisschen Anstand in diese Welt bringen konnten, ja. Die werden alle aufgeschmissen. Ohne Officer Schmidt, wie er leibt und lebt. Ich hoffe, es konnte euch zu eurem Daumen nach oben bewegen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Der Chaos-Faktor. Jetzt kommt Batman. Ja, hat mir Spaß gemacht, muss ich echt sagen. War sehr, sehr unterhaltsam. Muss aber ganz ehrlich sagen, das Spiel ist scheiße. Also, ja, das ist ungefähr genauso viel wert wie das, was ich immer auf Toilette abseile. Sehr viel, weil ich seile immer Gold ab. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir über Twitter, Instagram. Ihr macht ja eh nicht, schickt mir das einfach über YouTube und checkt seinen Kanal ab, checkt sein Originalvideo ab. Wie immer ganz oben verlinkt. In der Videobeschreibung, da unten, also ganz oben verlinkt, aber unten in der Videobeschreibung. Die ist nicht oben, sondern unten, aber ist oben verlinkt. Und links fängt das an bis rechts. Tschüss.